Das ist ein Stück, weil du bist immer schneller als der Mann, weil du den Windschatten bist, weil du nur vorbeifahren sollst. Ja, es kommt immer Kurven. Jetzt versucht das hier außen vorbei. Na, das war schon fast ein bisschen grenzwertig, aber er ist vorbei. Ja, und der Ole zieht direkt mit. Der ja, Ole wird da aber nicht. Und auch Wenzel sagt hier, ey, du Arsch. Das ist ja geil. So, aber jetzt Ole dahinter. Ganz dicht dran. Nee, kann er nicht nutzen. Aber jetzt klappt es vielleicht. In der Urush. Boah, es ist ja richtig eng dran. Ostermann. Aber wie du sagst, du brauchst ein bisschen Abstand, sonst ist es sehr heikel mit die Urush, weil dir fehlt der Anpressdruck. Aber das hat er jetzt perfekt gemacht. Er ist jetzt richtig dran am Windschatten und er wird einen Angriff starten. Hier haben wir die Kampflinie, jetzt muss er außen rum. Oh, dann fährt er aber echt wenig Flügel. Dann Was fährt er wirklich wenig geben? Flügel. Nee, ja, er ist durch, er ist durch. Er ist Lass durch. Da hat aber auch Micha Wenzel ein bisschen eher, ist er ein bisschen vom Gas gegangen. Um da nichts zu riskieren. Das ist auch das Beste, was man tun kann in so einem Zweikampf. Ja, du musst einsehen, wenn du verloren hast. Ne? Also immer bedingungslos dagegenhalten, geht einfach auf Kosten des Rennens. Dann fliegst du dann auch mit ab. Ja, meistens das eigene. Ja. Sehr begeistert. Ja, auch hier eine ganz alte Kurve, man hat es gerade gesehen. Einmal kurz hinter eine Kurve, sofort arbeitet das ganze Auto und fängt wieder an zu schießen. Hat noch einen hinten mit im Nacken sitzen, der mächtig drückt. Der auch mal Lichthupe gibt, wie ich eben gesehen habe. Das ist der Robin. Oh. Der hier mal richtig Stress macht. Schöne Bilder, muss man mal so sagen. Aus der Heckkamera. Leute, letzten Donnerstag gelernt, dass man runde Landspalte erfahren kann und nicht überholt und nicht vorbeikommt. Ja. Ja, auch hier ist schön die Kampflinie, machst die Tür zu, dass du keine Chance vorbeizukommen. Ja, wenn man den Bremsprung nicht verpasst. Das ist wichtig. So. Gucken wir mal wieder nach vorne. Christian Rückert hat bereits 5,3 Sekunden Vorsprung. Ich möchte bezweifeln, dass er das aufholen kann. Warum geht das nicht? Ach so, deswegen. So, da haben wir ihn. Dann haben wir hier Edgar Ostermann schon mit deutlich Vorsprung auf Sascha Landgraf. Und Sascha Landgraf wiederum hat hier massiven Druck von Julian Siedenbiedel und Mirko Wenzel. Siedenbiedel ist irgendwann auch vorbeigegangen an Wenzel. Oh, Wenzel hier kommt auf da noch rum. Die Wiese bremst sich schlecht. Oh. Ja, aber es hat gepasst. Es hat gepasst. Also hier eine Hammer-Vierergruppe. Landgraf, Siedenbiedel, Wenzel und wer ist der vierte? Erna. Ja, der Sascha Landgraf ist aber auch erstaunlich langsam für seine Verhältnisse. Seine beste Zeit ist eine 19,7, letzte Runde war eine 20,9. Also der muss mächtig beschäftigt sein, weil im ersten Rennen war er bis zu einer Sekunde schneller. Ja. Ja, René Herzlich und Udo Hennerich wieder einen Platz gut gemacht. Mittlerweile schon auf 8 und 9, direkt hinterm Robert Stratner. Also die drei Strategen, die von hinten kommen. Der Ole ja gezwungenermaßen nach der ersten Kurve haben sich schon wieder ordentlich in die Punkte vorgearbeitet. Ja. Wir haben es gerade noch am Bildrand gesehen, der Robert Stratner ist auch nur noch 7 Zehntel hinterm Dennis Erner. Genau, da kommt er schon. Ja, das war ein bisschen spät, ein bisschen viel stehende Räder, schon rutscht dann ein bisschen raus.
vor der Federn von Dennis mit dem fürchterlichen Quersteher. Da verlierst du so viel Schwung, da ist der Robert dann jetzt direkt dran. Und jetzt kommt es wieder auf die Orange an. Jetzt müsste er es haben, wenn er jetzt hier wirklich sauber hier unten durchkommt und vielleicht sein Vordermann einen kleinen Fehler macht, dann passt das. Der ist fast ein bisschen groß. Nein, er kommt aber ran. Er kommt ran. Ja, und er kommt deutlich besser durch und das wird passen. Da muss er sich gar nicht vorbeibremsen. Oh, halt, ich habe wieder eine andere Perspektive, Entschuldigung. So, und hier sehen wir es. Aber Erna ist noch... Nee, muss zurückstecken. Adna somit auf 6. Ja, keine Chance für den Erna. Also, da hat der Robert so viel mehr Schwung gehabt, da konnte er sich gar nicht wehren. Ja. So, hier vorne nach wie vor ziemlich spannende Kiste. Mirko Wenzel hält sich hier raus. Klar, der fährt als Wildcard hier. Der sollte sich generell raus. Also Robert Schartner somit schon auf 5. Also die Wildcard-Fahrer haben ja ihre eigene Wertung. Die spielen in der Hauptwertung keine Rolle. So, Edgar Ostermann. Ja, das ist mal eine coole Nummer. Da hinten hat der Robin sich jetzt den Stefan Bäumer geschnappt, damit auch wieder auf 10 vorgefahren. Auch hier mal eine ziemlich tolle Gruppe. Jo, Stefan Bäumer macht das jetzt hier gleich noch ganz toll. Das ist immer so, wenn wir auf ihn raufschalten. Der hat jemand neben sitzen, der sagt, du bist im Bild. Ja, ja, genau. So, jetzt hier, das ist das Micha Wenzel? Ja. Ja, hier außen vorbei. Naja gut, der Bäumer hatte hier einen Rutscher, ist über den Körb gerutscht. Ja, schalt mal bitte auf den René Herzig. Achtung. 9 mit Ole Hedderich, die sind ja so eng beisammen. Ja, jetzt ist eng ist jetzt, ja, ich glaube, der Ole wird wohl zurückstecken, genau. Durch das Manöver ist er jetzt auch zu weit weg. Oh nein! René Herzig! Und die Farbe kennt sich, nehmt den mit. Oh. Und aber wirklich Informationsflug. Aber echt Informationsflug. Das müssen wir uns jetzt echt nochmal anschauen. Oh, Mann. Er kommt hier schon ein bisschen quer vorne und dann... Ah. Ja, Herzig hier beim Rausbeschleunigen kommt jetzt hier rein. Hedderich geht noch nach rechts, merkt dann, das war wohl die falsche Seite und trifft ihn hier. Und jetzt, aber jetzt guckt euch das mal an, das ist fast synchron. Na gut, das jetzt hier nicht, das war eine gewollte, aber jetzt sind sie wieder genau beide in Fahrtrichtung. Da haben wir noch Riesenglück, dass die nicht noch irgendwie noch weitere Autos damit mit Leidenschaft ziehen. Aber gut, jetzt sind sie erstmal wieder ein paar Plätze weiter hinten und damit haben sie neuen Spaß, sich wieder nach vorne zu arbeiten. Ja, es hat mal direkt 5 Plätze gekostet. Sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Ja, ich denke mal... der nächste Fehler. Ja, ich glaube aber, Herzig ist was am Auto. Ich glaube nicht, dass das Auto noch wirklich fahrbar ist. Wir versuchen das mal irgendwie ein bisschen einzufangen hier, ob da... Na ja gut, also das ist kein Porsche-Heck mehr. Also die Tür ist auch nicht original. Das ist schon wirklich mehr als eingedellt. Ja, die Tür hier vorne, das ist der Schweller, das ist alles irgendwie krumm. Da ist halt auch von auszugehen, dass jetzt auch die Aufhängung gelitten hat und dass er da jetzt wirklich arges Untersteuern kriegt und wahrscheinlich, wenn er denn zu Ende fährt, nicht in die Box kommt jetzt, nicht reparieren muss, schon noch einigermaßen, aber dann halt auch keine Plätze weiter nach vorne gehen kann. Wir sehen es, Ole Hedderich fährt ihm hier gnadenlos davon. So. Julian Siebenwiedel auf der Verfolgung von Sascha Landgraf.
aber das ist nicht so, dass das jetzt hier wirklich so. Mirko Wenzel ziemlich gut alleine unterwegs. Robert Stratner nach wie vor noch Spaß mit Dennis Erner. Ja, bin ich total begeistert. Dennis ist ja auch noch relativ frisch bei uns dabei und hat sich super entwickelt im Laufe der Saison, dass er jetzt hier beim Robert einigermaßen mithalten kann. Oh. Julian, ups, da fehlt nicht nur eine Haube, da ist mehr kaputt. Ich möchte mal behaupten, oh, der Motor läuft noch, das ist erstaunlich. Nein, gut, der ist auch hinten, aber bei solchen Einschlägen ist dann meistens auch, oh ja, guck dir das an, wie der Senkrad steht. Oder? Ist das jetzt? Ah, das war's. Nein, er fährt noch. Und gar nicht schlecht. Also kommt, oh ja, hier beim Anbremsen geht das Auto sonst wohin. Aber nicht da, wo es hin soll. Ich weiß es nicht, ob er versucht, hier noch durchzukommen. Wenn er solche Kapriolen macht, dann kann es auch mal ganz schnell eine Strafe geben. Nein, das Rennen ist gelaufen. Er ist jetzt schon zurückgefallen bis auf Platz 13. Ja, nee, ne, oh, guck dir das an hier. An dem Auto ist ja nichts mehr halte. Ah, da ist auch ein Platten vorne rechts. Ja, Wahnsinn. Ja, so schnell geht's. Ich meine, das ist jetzt das wievielte Opfer der Eau Rouge. Ach, ich weiß es nicht. Also hier habe ich jetzt, erstaunlicherweise hat es ja im Special World Cup nicht so viele, oder im World Cup Special muss man ja sagen, nicht so viele Ausfälle in der Route gegeben. Also da ist einer richtig abgeflogen. Ja, das ist natürlich heavy, das Ganze. Ja, Andreas Bohr, da muss auch mal kurz drauf eingehen. Ne? Platz 10, ja. Kam von der Pole. Den habe ich vorhin gesucht. Dem muss irgendwas passiert sein in der ersten Runde, weil der war schon in der ersten Runde weg, weit weg. Da hast du dann noch gesagt, schalt mal da und dahin. Da habe ich den gerade gesucht. Also da muss schon vorher was gewesen sein. Aber vielleicht hat er sich das auch so mehr oder weniger ja, fast gedacht. Jetzt Ole Hellerich im Heck, da ist man auch nicht unbedingt fröhlich. So, das ist glaube ich ein Sackspitze-Auto der Stefan Bollmer, ja. Ja, neben der Strecke und viel Qualm, das ist eigentlich fast... Das ist eine, da, über die Aussage würde sich freuen, da bin ich mir sicher. So, aber ich glaube, dass der Abstand jetzt hier nicht mehr wesentlich größer wird, liegt daran, dass Rückert jetzt hier einfach das, die Sache kontrolliert. Also wir hatten vor ein paar Runden noch 5 Sekunden Vorsprung auf dem zweiten, jetzt sind es 6, irgendwas. Das wird wohl eher kontrollierter Abstand sein. Sascha Landgraf auf Position 3. Auf der 4 Mirko Wenzel. Auf der 5 Robert Stratner. Der damit ganz, ganz wichtige Punkte einfährt. Auf der 6 Dennis Erner. Auf der 7 Robin Frischkopf. Das hat sich jetzt hier alles ein bisschen auseinandergezogen. Michael Wenzel auf der 8. Auf der 9 Andreas Borde. Der hat noch den Ole Hellerich im Heck. Ja, dann wird der Ole noch vom Ei gehen. Also das lässt er sich nicht nehmen. Davon gehe ich mal aus. Aber wie gesagt, man muss natürlich jetzt erstmal abwarten. Was. So, René Herzig fährt jetzt mittlerweile wieder auf 12. Der Julian hat tatsächlich noch ein bisschen die Box geschafft. Ja. Oh. Ja, Kai Sikorski mit Doppelausfall. Da liegt schon in Runde 3. Es ist Andreas Borde gerade so heftig vom Gas gegangen, als der Ole da außen rumkam. Da hat er den Stefan Bollmer jetzt auch direkt noch im Heck. Nicht, dass er noch einen Platz verliert. Aber das fällt aber Ole immer wieder auf. Der fährt so entspannt hinter einem her und macht so, so passiven Druck. Das macht, glaube ich, so unglaublich nervös, wenn du davor fährst. Denn der setzt die in die Fehler rein. Ja. Der Stefan hatte irgendwie bei dem Bremspunkt, war ich mir jetzt nicht sicher, ob das noch gut geht.
aber war so. Das bedeutet aber eher dann, dass der Andreas Borde ein bisschen arg früh geklopft hat. Und hier muss er jetzt den Körper in die Mitte nehmen. Genau, wenn du drüber fährst, geht es. Erwischt ihn mit einem Rand der Kante. Das passiert das, was wir gerade beim René Herzig gesehen haben. Ups, und da geht ab. Oh, hat aber jetzt nicht unbedingt Zeit verloren. Er sollte mir unbedingt dafür sorgen, dass man ihm nicht ständig sagt, wenn er im Bild ist. Ja, ja. Heavy, heavy, heavy. So, gucken wir mal noch ein Stück hinter. Da kommt der René Herzig. Der lässt es so krachen, als wäre alles in Ordnung mit dem Auto. Enrico Herzig, der hat noch den Daniel Buski da richtig im Heck. Wir müssen das auch mal aus der Cockpit-Perspektive vom Daniel angucken. Ansonsten sind da momentan so weniger die Position bezogen, es sei denn, auf Platz 7 sehe ich Robin Frischkopf sich nähern an Dennis Erner. Da war der Abstand schon mal deutlich geringer. Ja, in der letzten Runde hat der Robin 1,2 Sekunden gut gemacht. Muss aber jetzt hier eine knappe Sekunde verloren haben, weil er hatte im letzten Sektor nur 0,5 Rückstand und wurde jetzt angezeigt mit 1, irgendwas. Also knappe Sekunde verloren haben. 1,6 sind jetzt. Mal eine halbe Sekunde weg. Das Heck von Robin sieht auch nicht so aus, als das unbeschadet wäre. Ja, direkt in der ersten Kurve wurde einen mitgekriegt oder zumindest gab es da Feindkontakt. Aber das Auto scheint zu laufen. Das sieht so aus, ja. Jetzt ist er sehr gut durch die Rouge gekommen. Gucken wir mal, ob er hier eine Chance hat, daran zu, ob dieser Punkt da vorne größer wird. Und beim Anbremsen dann sicher. Oh, das sah aus, als wären es so ein paar Meter zu spät gewesen. Ja, ja. Vielleicht hat er sehr viel Platz verschenkt. Gucken wir mal noch eins dahinter. Da fährt nämlich der Micha Wenzel und der Ole Hedderich nach wie vor. Nicht nach wie vor. Der Ole Hedderich jetzt an Micha Wenzel dran. An Andreas Borde ist er vorbei. Wir haben noch 3 Runden. Ja, der Abstand da vorne ist gleichbleibend. 6,3 Sekunden für Christian Rückert. Also der hat das im Griff. Der René Herzig hat sich jetzt auch noch der Stefan Bäumer geschnappt, ist wieder vorgefahren auf die 11. Aber viele Punkte geht das diesmal nicht. Ja, Ole noch ein Platz gut gemacht. Ja. Oh, jetzt kam der Konter vom Stefan Bäumer. Und jetzt ist der René wieder vorne, also da scheint es auch munter hin und her zu gehen. Ja, richtig. Ups, ich bin ja hier gar nicht im Screen. Ich drücke hier die ganze Zeit. Ja, René Herzig hier durch. Ja gut, Platz 11 ist jetzt, ich glaube, das schlechteste Saisonresultat für ihn. Ich glaube auch schon seit 2 Jahren. Ja, und es bleibt auch nicht bei Platz 11. So richtig scheint ein Auto nicht zu funktionieren. Seine Rundenzahlen sind auch deutlich gefallen, seit seinem Ausrutscher. Ja. Das war vorauszusehen. Oh, ich glaube, jetzt war das wieder in der Mauer. Ja, der wird jetzt einfach nur gucken, dass er diese 2 Runden noch übersteht. Wir schauen mal hier eben.
Ach so, das war man ja schon. Braucht man gar nicht zurückspulen. Jo. Naja, an der Mauer war er nicht so leicht geschrammt, aber es war schon wieder ein bisschen früh auf dem Gas. Und Stefan Bäumer ist 4 Sekunden weg, also 2 Runden. Da müsste er jetzt wirklich jede Menge Zeit gut machen und dann auch noch vorbeikommen. Halte ich momentan für nicht wahrscheinlich. Deswegen gehen wir mal vor Position 2. Da ist eigentlich alles gegessen. Sascha Landgraf gibt sich mit seinem 3. Platz zufrieden. Er sagt sich, ja, noch ein Sieg wäre zwar toll gewesen, aber ich bin jetzt erstmal vorbei an dem Herzig in der Meisterschaft. Robert Stratner auf der 5. Ich denke mal, für ihn noch ein versöhnlicher Ausgang nach dem verfuschten ersten Rennen. So, und was haben wir hier? Dennis Erner und Robin Frischkopf. Ja, das wird der Robin machen. Der Robin hat momentan eine Klasse. Die ist schon ganz weit oben. Da wird der Dennis sich freuen müssen. Schöner Drift aber hier von Dennis. Aber wie man hier sieht, freiwillig lässt er den Robin nicht vorbei. Nö, das... Wozu sollte er es tun? Hier geht hier um eine Position. Und da steht Robert Stratner. Robin konnte reagieren. Ist der Nutznießer. Ole Hedderich ist auch mit durch. Robert Stratner. Da müssen wir jetzt schauen, was dem passiert ist. Ja, ganz simpler Dreher. Einfach zu früh aufs Gas. Ja. Aber warum er jetzt hier losfährt, die hat... Oh, das wird wohl eine Selbstbestrafung. Das war wirklich unachtsam. Ja, dann doch kein persönliches Ende. Ja, er blickt aber hier den Dennis schon wieder an, also ich weiß das nicht. Das verstehe ich nicht, also das ist hier ganz klar seine Schuld. So, jetzt ist auch der Nächste noch durch. Ne, das Drehen, Umdrehen war ja noch okay, aber dann ist er ja quer über die Straße gefahren, hat den Dennis abgeräumt. Ja. Also. Gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, aber Robert ist da auch immer in Rage. Ja, ob nur über sich oder andere. Das ist erstmal, sei erstmal dahingestellt. Ja, und der Ole ist auch noch ein Robin vorbei, also mittlerweile auf Platz 5 schon vorgefahren. Die Jungs bieten hier eine Menge in der letzten Runde. Ja, ja. Und wir müssen auch ein bisschen vor zu dem ersten gehen. Der ist nämlich schon. Ja, ja, nee, ich hatte schon auf dem Zettel. Hier so einigermaßen an dieser Linie da oben, wenn sie dann im Lauf ist, wo der sich da befindet. So, und dann geht's hier jetzt für Christian Rückert zum Sieg im 2. Lauf. Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Christian Rückert. Ein absolut verdienter Sieg, weil deutliche Zeiten hat er da vorgelegt. Im ersten Rennen nur vom Sascha Landgraf geschlagen. Platz 3 für Edgar Ostermann, Entschuldigung. Kein Problem. Platz 3 für Sascha Landgraf und auf der 4 Mirko Wenzel. Und der freut sich richtig, weil das war wirklich ein geiles Rennen nach dem verpatzten ersten Lauf. Ole Hedderich fährt dann insgesamt noch auf die 5. Auf der 6 wird ins Ziel kommen Robin Frischkopf. Auf der 7 Dennis Erner. Auf der 8 Michael Wenzel. Robert Stratner auf der 9. Auf der 10 Andreas Borde. Auf der 11 Stefan Bäumer. Platz 12 für René Herzig. Sehr, sehr enttäuschender Renntag für ihn heute. Enrico Herzig auf der 13. Noch so ein bisschen im Fight hier mit Daniel Borowski, aber da wird wohl nichts mehr anbrennen jetzt hier. Nein. Also Daniel Borowski auf der 14, auf der 15 Axel Schweiger, auf der 16 ausgefallen Julian Siedenbiedel, Steffen Streblo ausgefallen, Kai Sichotzki ausgefallen, Felix Appelt ausgefallen und Kurt Mildenberger ausgefallen. Ja, so haben wir das Ganze hier heute und jetzt sind wir mal gespannt auf die Interviews, da werden wir sicherlich das ein oder andere zu hören kriegen. Das ist vielleicht das actionreichste Rennen der Saison war, zumindest was
Unfälle und Ausfälle betrifft. Ja, ich habe gerade irgendwie noch am Bildrand gesehen, der Robert scheint wirklich aufgebracht zu sein, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann, weil ich habe jetzt nichts gesehen, was er nicht selber verschuldet hat. Definitiv, also das hatten wir aber schon mal und da warten wir jetzt mal einfach ab, bis er eine Nacht drüber geschlafen hat und dann hoffe ich mal, dass er sich dann für so Aktionen dann auch entschuldigt. Das macht er ja normalerweise dann auch. So. Warten wir auf die Herrschaften zum Interview. Ach, falsche Tastatur, ich Depp. Ja, holst du die Leute runter zum Interview oder kommen die freiwillig? Eigentlich kommen die freiwillig. Ich habe hier leider kein, keine Whisper-Funktion mehr. So. Ich hoffe, die kommen jetzt hier mal alle rein. Oder geht die Whisper-Funktion? Nö, geht nicht. Der Sascha Landgraf ist gar nicht hier. Ja, gut, ist dann, ärgerlich. Dann machen wir jetzt nochmal. Gut, wenn das jetzt hier nicht klappt, dann war es auch das. Ja, das wird. Das hätte dann auch deutlich Konsequenzen, muss ich mal ganz klar sagen. So, der erste ist da. User joined your channel. Hallo, grüß euch. Hallo, Edgar. So, Julian ist da. Das ist schon mal schön. Sascha ist überhaupt nicht da. Gut, dann hätten wir ja auch schon fast alle beieinander. Sehr schade. Also, falls der Sascha uns hier hört, mal bitte... So, jetzt ist er da. So, jetzt haben wir alle beieinander. Wunderbar. Herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz, zum Siegerinterview auf gt3-cup.net zum achten Lauf des PMSC, des Porsche, stimmt ja gar nicht, Mensch, Virtual Supercups auf gt3-cup.net. Heute in Spa-Francorchamps und... Wir machen wieder die alte Reihenfolge, Jens, würde ich sagen. Ich nehme die Herrschaften von ersten und du den zweiten Lauf. Gerne. Machen wir so. So, kommen wir zum Julian. Mein lieber Julian, nach dem ganzen Hin und Her mit deinem Namen, jetzt endlich mal im Interview auf dem Podest. War das von vornherein geplant? Hast du gemerkt, du hast die Pace? Weil wir hatten ja so ein bisschen, ich meine, klar, Startplatz 2, coole Nummer, aber wir kennen ja deine Starts und von daher hatten wir dich eigentlich nicht so wirklich auf dem Zettel. Erzähl mal. Ja, also P3 hatte ich am Ende nicht ganz so auf eine Rechnung, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass der René noch weiter nach vorne kommt, aber ich glaube, der hatte einen Disconnect im ersten Rennen, sonst wäre der, denke ich, auch noch an mir vorbeigefahren.
Ja, ich sag mal, Top 4, Top 5 habe ich schon mitgerechnet, weil dat, die Zeiten im Quali passten und im Rennen waren eigentlich auch ganz in Ordnung. An Christian und Sascha, da war eigentlich gar kein Rankommen. Ja, und dann habe ich, ja, Ja. der Start war, ging so, da habe ich ein bisschen was verloren, aber besser als die letzten Male auf jeden Fall. Okay. Naja, und dann haben wir ja nun auch eine Strecke heute gehabt, die ja ein bisschen fordernder war, als man es so gewohnt ist. Und wie hast du auch so deine Schrecksekunden gehabt in der Urus? Im ersten Rennen auf jeden Fall so zwei, drei Mal, da musste ich dann doch schon einiges korrigieren. Ja, und im zweiten Rennen dann habe ich versucht, hinterm Sascha dran zu bleiben, um den Edgar vielleicht noch zu kriegen oder den Sascha, weil der Sascha, der hatte auch ein, zwei kleine Fehler drin gehabt. Und ja, da habe ich ein bisschen übertrieben und bin abgeflogen. Hab mir dann Reifen kaputt gefahren, musste in eine Box und zwei Runden später, selbe Stelle, selbe Spiel, da war der Motor dann hin. Und so Das war dann der dein, zweite Rennen. was hast du dir vorgenommen für Monza? Oh, hör mal, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Okay, na, hätte Nö. ja sein können. Was sagst du so allgemein zu Monza? Geil oder eher, oh, ist mir, nee, das ist mir zu langweilig da oder? Also ich mag eher Strecke mit schnelleren Kurven. So Silverstone, Spa, das gefällt mir dann doch besser als dieses ganze Start-Stopp Naja wie gut, in ich Monza. meine mal, es dürfte die schnellste Strecke der Saison werden, aber guck mal, was denn User am Ende joined bei your channel. rauskommt. Ich denke mal, du meinst die Schikanen, die zwei, die sind sehr, sehr ekelhaft. Das gebe ich wohl Ja, zu. Vor genau. allem da dürfen wir gespannt sein, wie das ausgeht, weil da geht's mit über 200 drauf zu dann nach dem Start. Also da dürfen wir dann noch ein bisschen gespannter sein als heute. Vielen Dank, Julian, User für joined deine your channel. Antworten und nochmal, ja. Genehmige User dir joined your ein channel. Kaltgetränk, wie Jens immer zu pflegen sagt. Und ja, hast du dir verdient. Alles Kommen klar, wir Dankeschön. zum Zweitplatzierten, unserem Lieblingsfranken, Christian Rückert. Herzlich willkommen. Alles Gute zum zweiten Platz im ersten Lauf. Christian, ich denke mal, du hattest die erste Schrecksekunde schon im Qualifying, als René dir in der letzten Sekunde das die Pole im ersten Qualifying weggenommen hat, aber im zweiten ging sich das ja dann alles aus, außerdem hat er ja sowieso Plätze zurück. Und wie war deine Strategie fürs Rennen? War das eine Fahrt auf Sieg? Hat der Sascha dich überrascht? Oder ja, erzähl mal. Ja, also im User Qualifying das joined your erste war channel. wirklich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe keine saubere Runde hinbekommen. Im zweiten dann, da habe ich auch Probleme gehabt, aber am Schluss hat es dann doch gereicht. Und im Rennen, im User ersten joined your Rennen, habe ich channel. mir vom Setup her so Gedanken gemacht, dass ich auf Sieg fahren kann. Wollte aber in Sascha auch nicht irgendwie abräumen wegen der Meisterschaft. Hab dann aber vom Setup her auch ein bisschen zu viel gewollt und das Auto war sau unstabil, vor allem in der Eau Rouge. Und hab da wirklich drei, vier Momente gehabt, wo ich dachte, oh, jetzt kriege ich ihn nicht mehr rum, aber ging gut aus und dann am Schluss habe ich mir auch gedacht, jetzt lasse ich ihn Sascha vorne wegfahren und muss nicht mehr attackieren, Hauptsache ins Ziel. Und ja, zweiter Platz bin ich doch sehr zufrieden. Podium ist immer schön. Okay. Ja, mein Lieber, wir hören uns ja wahrscheinlich nochmal, wenn ich das hier richtig auf dem Zettel habe. Von daher, ja, herzlichen Glückwunsch. Komm mal zu dem Sascha. Danke. Der hat mir natürlich richtig Spaß gemacht im ersten Rennen. Sascha, lag es daran, dass der Christian schlechter aus der Rouge rausgekommen ist, oder hattest du so wenig Abtrieb, dass du da so locker flockig vorbeigehen konntest? Nee, aber das war ganz klar der Fehler vom Christian gewesen, wo ich halt Glück hatte und halt den Überschuss nutzen konnte. Weil, also ich habe gesehen, auch in den Quali-Zeiten und davor auch schon, dass der Christian halt im ersten Sektor fast eine halbe Sekunde schneller ist wie ich. Von daher wusste ich, ich habe keine Chance irgendwo da ihn zu knacken. Aber durch seinen Fehler dann hatte ich halt wirklich Glück gehabt und konnte es halt dann auch nutzen. Ich habe halt im mittleren Sektor ein bisschen was gut gemacht auf ihn, zum Ende hin der Runde. Aber im ersten Sektor halt habe ich zu viel verloren, dass ich da angreifen konnte. Und wie gesagt, der eine Fehler hat gereicht und ja, bin natürlich super happy in dem ersten Platz. Ja, das glaube ich, dass du das bist. Du hattest aber dann im Rennverlauf schon, hatte man den Eintrag, also du warst da mal 2 Sekunden vor, mal eine, aber so richtig eng ist es nicht mehr geworden. Hattest du das unter Kontrolle oder wart ihr dann einfach nur noch auf einem Level? Nee, ich glaube, der Christian hat dann in irgendeiner Runde einen Fehler gemacht. Da war er mal 2 Sekunden weg gewesen. Dann kam er wieder mal kurzzeitig ran und ja, dann, also ich bin konstant gefahren, halt konstant und ja, also ich konnte es eigentlich relativ locker dann halten, den Vorsprung, sage ich mal. Letzten 2 Runden war dann noch mal ein bisschen knapp. Da hatte ich schon mal ein, zwei Fehler drin gehabt, aber im Großen und Ganzen
war es eigentlich ganz gut gelaufen. Okay. Ja, großartige Geschichte, also muss man sagen. Gefällt mir gut. So, dann nochmal ausdrücklich allen drei Siegern des ersten Laufes nochmal herzlichste Gratulation. Und ich übergebe jetzt an den Jens zum... Ja, da kannst du gleich weitermachen. Genau. Ja, es passt diesmal ja wunderbar. Der Sieger des ersten Laufes haben wir auf Platz 3 im zweiten Lauf. Sascha, auch hier wieder tolle Punkte eingefahren. Ich denke mal, gerade für die Meisterschaft war das ein deutlicher Schritt nach vorne, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht genau, was mit René im ersten Rennen passiert ist. Habe ich nicht mitbekommen. Leider ein Disconnect gehabt. Oh, das ist natürlich schade. Ja, ich hatte einen guten Start gehabt. Bin da relativ gut durchgekommen durch das Getümmel in der ersten Kurve. Und hab dann aber, wo ich auf P3 lag, den Edgar vor mir gehabt und der hat wirklich eine super Pace gehabt. Also ich hab zwar auch nicht meinen Rhythmus gefunden so richtig, aber ich bin auch nie wirklich in Schlagdistanz gekommen. Und nee, muss ich schon sagen, hat er toll gemacht und am Ende bin ich mit P3 zufrieden. Ich hatte nämlich auch mal kurz in der Eruschen einen kleinen Abflug gehabt, konnte nochmal das Auto gerade so abfangen vom Einschlag. Und von daher bin ich mehr als zufrieden mit dem dritten Platz. Und Punkt natürlich. Dann warst du einer der wenigen, der erste abfangen konnte. Ja, da hatte ich ja wirklich viel Glück gehabt. Also ich bin zu weit rechts raus, dann quer gekommen. Ich konnte halt gerade noch so vor der hinten Leitplanke konnte ich mir abfangen. Und ja, habe natürlich viel Schwung verloren. Und aber wie gesagt, ich bin trotzdem voll zufrieden mit dem dritten Platz und habe dann noch ein paar Punkte mitnehmen können für die Meisterschaft auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Wird sicherlich noch spannend. Kommen wir mal zu Platz 2. Kommen wir mal zu Platz 2. Edgar, da freue ich mich natürlich riesig darüber, dich auch hier mal irgendwie begrüßen zu dürfen. Ich denke mal, überzeugendes Rennen für dich, oder? Ja, hallo Jens, grüß dich mal. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist die dritte Spa hintereinander, mehr oder weniger unser Finale jetzt hier. Und da muss man die Strecke doch schon irgendwie kennen. Und im ersten Rennen hatte ich die Base nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich hatte das im zweiten Rennen das komplett gleiche Setup, aber da ging es auf einmal wieder um einiges besser. Im Qualifying hatte ich das Problem überhaupt nicht zurechtgekommen und dann hatte ich mich hergegangen 60 Liter hineingegeben. Da konnte ich dann die Qualifying-Zeit auch fahren, also Glück gehabt, dass ich hineingekommen bin und mit dem zweiten Platz, ja. Ich habe wirklich immer auf die Zeit geschaut, wenn Sascha kommt er näher, kommt er nicht näher, ist er mal kurz näher gekommen, habe ich wirklich Glück gehabt oder das Können oder die Base mehr oder weniger wieder den Vorsprung auszubauen. Wie eben der Sascha den Fehler machte, habe ich auch zuvor in der Rouge einen Fehler gemacht. Und ja, das war so irgendwie Parallellauf, nur war es einer vielleicht ein bisschen schlimmer. Und dann eben 6 Sekunden Vorsprung, da habe ich gewusst, dann hat die letzten 5, 6 Runden nicht mehr aufholen. War nur mehr Schadensbegrenzung, also was heißt Schadensbegrenzung, nur mal schauen, dass ich ohne Probleme ins Ziel komme. Ja, ich meine, du hattest ja vorhin auch einen extrem schnellen Fahrer, zu dem wir gleich kommen. Da nicht dran zu kommen, war, glaube ich, jetzt keine Schande, oder? Nee, also was heißt Schande? Schande gibt es überhaupt keine hier zu fahren. Und wenn man da am Podium ist, glaube ich, keine Schande. Wenn der Rückstand zu Christian war, wurde gleich am Anfang gemacht. Da hatte ich ein kleines Duell mit dem Dennis, mit meinen Kollegen in der Langstrecken. Bin nicht vorbeigekommen. Der Christian ist sehr gut vorbeigekommen, bin und das waren einmal gleich 4, 5 Sekunden. Und dann konnte ich lang den Rückstand von 6,5 bis 7 Sekunden gleich halten. Wie gesagt, die letzten paar Runden, wo ich gesehen habe, der Sascha hatte den Fehler oder gemerkt habe, da habe ich auch etwas zurückgeschalten. Ja, nicht den zweiten Platz zu verlieren und ich bin sehr, sehr happy drüber. Ja, auf jeden Fall ein tolles Ergebnis. Danke sehr. Und vor allem, ich muss noch dazu sagen, ich habe ja auch geschaut mit den Ole, mit meinen Teamkollegen, dass wir in der Teamwertung vielleicht jetzt auf Platz 3 kommen. War es auch sehr, sehr, sehr wichtig, haben wir sehr viele Punkte mitgenommen, der Ole und ich. Ja, hast du auf jeden Fall deinen Beitrag zugeleistet. Gut, kommen wir mal zu dem Laufsieger. Christian, im ersten Rennen hat es ja nicht geklappt, aber dafür im zweiten, du bist für uns unglaublich schnell nach vorne gekommen. Erzähl mal. Ja, ich weiß selber gar nicht wie. Also der Start war relativ chaotisch. Ich glaube, der Andreas ist recht schlecht weggekommen. Vor mir hat sich dann noch einer weggedreht und ich habe einfach Glück gehabt, dass ich durchkam, ohne einen Treffer von hinten oder von vorne zu bekommen.
Und dann war, glaube ich, der Dennis Erner vor mir. Der hat dann auch einen kleinen Fehler gemacht in der Rouge. Und dann habe ich einfach versucht zu pushen. Das Auto war mit dem Setup jetzt, ich habe mich einfach für konservative Setup jetzt entschieden im zweiten Lauf. Da war das Auto dann wirklich gut gelegen. Ein bisschen untersteuernd, aber nach dem ersten Lauf wollte ich einfach nur mal sicher gehen. Und habe dann gepusht am Anfang, um einen Vorsprung rauszufahren, weil ich wusste, wenn dann wieder einer näher kommt, gerade durch den Windschatten, kann es eng werden. Und ja gut, am Schluss habe ich das dann verwalten können und freue mich natürlich, dass ich gewonnen habe. Mal wieder, das gefällt mir. Das kann ich dir glauben. Ja, unterm Strich war es für uns hier gerade, wir moderieren, ein sehr unterhaltsamer Abend. Ihr habt wieder mal eine tolle Show geliefert. Diesmal auch viel Spektakel jenseits der Streckenbegrenzungen. Spa eben. Also ich kann mich nur bedanken. Hat wieder echt Spaß gemacht. Genau. So, dann auch noch von mir. Vielen, vielen Dank. Also Action war ja heute wirklich ausreichend vorhanden. Nicht jedem hat das so in den Kram gepasst. Ich hätte auch gerne noch den Ole interviewt, aber hat er sich einfach nicht verdient heute. Das war zu unspektakulär, mein lieber Ole. Und lol. Genau. Naja, wie gesagt, also von daher alles gut soweit. Und ja, ich denke mal, wir werden definitiv das nächste Mal wieder etwas mehr Spaß haben, vielleicht ein paar mehr Autos, sagen, weil Spaß hatten wir eigentlich jeder, hatten wir eigentlich ausreichend. Und ja, und dann werden wir einfach gucken, was passiert. Ich freue mich, langsam geht es zum Saisonende hin und ja, die Spannung steigt. Vor allem steigt die Spannung mit dem, was wir machen. Bitte vergesst nicht, eure Logfiles zu schicken. Der Erste hat das schon gemacht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs, weiß ich nicht was, fürs Interview. Und wir vielen Dank an Jens. Genau. Und dann sagen wir jetzt Tschüss und bis bald und machen jetzt den Stream aus. Und morgen Abend gibt es das gleiche Spiel nochmal mit dem GPCC in der VR hier auch auf Simrace TV. Also wer da nochmal Bock drauf hat, auf die Porsches morgen zuschauen. Bis bald. Aber nicht wahr, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich weiß es gar nicht, was die fahren. Ich hoffe nicht. Gut, also bis dann und tschüss.